Ein Ehepaar plant seinen 20. Hochzeitstag mit einer Reise ins südliche Afrika. Und zwar deswegen, weil sie dort schon ihre erste Hochzeitsreise verbracht haben. Aber beide sind noch beruflich aktiv und haben es jetzt irgendwie nicht hingekriegt, dass sie am selben Tag verreisen, aus terminlichen Gründen, und dann konnten sie nicht denselben Flug buchen. Jetzt fliegt er schon einen Tag früher. Und nach seiner Ankunft sendet er aus dem Hotel eine E-Mail an seine Frau, um Bescheid zu geben, dass er da ist. Aber bei der Adresseingabe hat er sich ein bisschen vertippt. Und jetzt kommt die Nachricht ausgerechnet bei einer Frau an, die am Tag davor ihren Mann beerdigt hat. Die Überlieferung sagt, gar nicht so ungern beerdigt hat. Gell? Aber okay, also jedenfalls, als die Frau die E-Mail öffnet, stockt ihr der Atem. Warum? Sie liest: Mein lieber Schatz, ich weiß, du bist überrascht, von mir zu hören. Aber hier gibt es jetzt endlich auch Computer, damit man seinen Lieben zu Hause schreiben kann. Ich bin gerade erst angekommen und habe schon eingecheckt. Wie ich gesehen habe, ist auch für deine Ankunft morgen schon alles vorbereitet. Ich freue mich schon sehr auf dich und hoffe, deine Anreise läuft genauso problemlos wie meine. PS, es ist wahnsinnig heiß hier unten. In einem kleinen bayerischen, doch sehr katholischen Dorf kommt ein Wanderzirkus. Und beim Wanderzirkus, so kleine Wanderzirkusse, da macht jeder alles. Der Zirkusdirektor ist gleichzeitig der Artist. Und der Zirkusdirektor denkt sich, die sind da alle so katholisch. Wenn ich da jetzt vor Ostern, gell, es war vor Ostern, wenn ich da jetzt nur zum Beichten gehe, dann kommen vielleicht auch viele in unseren Zirkus. Und dann stellt er sich da in der Beichtschlange an und ist beim Beichten dran und sagt: Herr Pfarrer, ich habe meine Gesundheit gefährdet. Ich habe zu oft Salto Mortale gemacht. Der Pfarrer denkt sich: Ja, was ist ein Salto Mortale? Ich kann mir überhaupt nichts darunter vorstellen. Sagt er: Was uns, ich zeig's Ihnen. Geht raus, stellt sich auf die Kirchenbank, macht einen doppelten Salto und kommt gerade so auf, gell, und kann sich gerade noch unterhalten. Geht wieder rein. Der Pfarrer sagt: Das mach's nimmer, Lossprechung, alles gut. Gell. Gleich nach ihm kommt die über 70-jährige Frau Meier, und bevor der Pfarrer das Kreuzzeichen machen kann, sagt: Herr Pfarrer, bitte nicht so eine schwere Buße, weil das backe ich nimmer.